Sie ist einer der absoluten Lieblinge dieser Erfolgsshow von RTL. Also Let's Dance. Ja. Und jetzt ist sie bei uns zu Gast. Und da bin ich sehr gespannt, was sie außer Tanz noch so drauf hat. Hier ist Ekaterina Leonova. Na, aber sie hat sich schon bei Bastian Bielendorfer an knallharten Stahl gewöhnen können. Muss man schon sagen. Der ist ja durchtrainiert wie fast wie Thorsten Legert. Ja, der ist ein super Typ, aber da hat sie mir leid getan. Liebe Grüße an Basti. Haben das lang durchgehalten, ne? Also sie. Ja, die waren ja ganz lange dabei. Also jetzt wollen wir mal gucken, wie lange sie hier dabei ist. Was für eine Überleitung. Jekaterina. Ja, unter totalem Leistungsdruck, auch von der Familie, groß geworden. Und manchmal braucht sie so ein bisschen Freiheit in und für sich selbst. Einfach ein bisschen Lockerheit. Dann geht das alles. Ja, easy peasy, denn dass sie durchtrainiert ist, darüber müssen wir hier nicht diskutieren. Nee, und ne, das, was sie da und auch die alle anderen Tänzer leisten, ist unfassbar. Was die sich da drauf schaffen in diesen 14 Wochen. Ja. Aber das Niveau unserer Promi-Ninjas in diesem Jahr ist im Vergleich zum letzten Jahr, finde ich, wirklich hoch. Ja. Die haben alle Bock und Ehrgeiz mitgebracht. Und das ist natürlich schön, weil so kommt viel Kohle zusammen. Jawohl! Der erste Schritt ist gemacht und der Rest ist doch ein Kinderspiel. Siehst du? Siehst du? Lass sie doch mal in Ruhe. Jetzt weiß ich nicht, was hier oben gerade passiert ist. Irgendein Schalter, irgendwas habe ich erwischt. Also hatte ich lange nicht mehr in dieser Form. So. Jetzt lass sie doch mal in Ruhe. Und jetzt geht's ans Pendel. Stell dir vor, das ist der Bielendorfer. Da ja, hängt der Bielendorfer. Dann hüpft die nicht dran. Hose hoch, Hose hoch, Hose hoch. Hose hoch. Hose hoch. Hose hoch. Ja, dann hast du mehr Grip. Ja, machen, nicht. Lass sie in Ruhe. Ach, schade, egal. Also ich würde ja noch nicht verschwinden. Wir stehen repräsentativ einmal für das große Ganze. RTL Plus, da gibt's ganze Folgen, da kann man die ganze Staffel Ninja Warrior Germany gucken. Ja, und ich bin halt so bruchstückhaft auch immer mal mit dabei. Was schon deutlich zu viel ist. Hier klicken, einfach dahin. Ach ja. Da? Ja, da. Und da.